Was geht ab, meine Lieben? Willkommen zum neuen Techniker-Video. Und es gab so viele Diskussionen rumherum in letzter Zeit. Ich habe mal gedacht, ich mache jetzt noch mal ein Video. Wir haben jetzt ein Video über Lockring gemacht. Ja, ich habe ein Video gemacht, dass ich ein Lötfetischist bin. Ich habe auch schon mal ein Video über Börl und glaube ich auch schon mal gemacht, also zumindest rumherum. Es gab halt viele Diskussionen, gerade was Lockring betrifft und was Löten betrifft. Dann haben mich viele Leute angeschrieben, na, was mit Börl eigentlich? Ist ja auch eine gute Verbindung? Ja, ist ebenfalls eine gute Verbindung. Ich habe mir noch nicht ganz genau Gedanken gemacht, wie ich dieses Video eigentlich abdrehen möchte. Ich habe auch mir ein bisschen so überlegt, so, was kann ich eigentlich darüber sagen oder was will ich überhaupt darüber sagen? Ja? Vorteile, Nachteile, hin und her. Also habe ich mir einfach mal so aus Thema rausgesucht, ja, in denen ich vielleicht das ein oder andere vielleicht eingehen werde. Und dieses Thema heißt dieses Mal Börl versus Lötpass, Eurobörl, whatever. Sucht es euch aus, ja, wie ihr es nennen wollt. Normale Börlern oder Lötpass oder Lötadapter, es gibt so viele Namen dafür. Nur zur Info, um was es sich hier handelt. Es geht hier nämlich um diese fertigen, schon maschinell angefertigten Börlverbindungen mit dem verstärkten Anschluss innen drinnen. So, und darum geht es jetzt im Großen und Ganzen. Und halt natürlich unsere klassischen Börler. Was sind so Vor- und was sind Nachteile? Ja, jeder weiß, ich sage immer, eine Lötverbindung ist eine unlösbare Verbindung, auch ebenfalls eine Lockring oder eine Pressverbindung, egal jetzt, ob ich jetzt Lockring nehme oder ein anderes Presssystem nehme. Das sind unlösbare Verbindungen. Und eine Schraubverbindung, das heißt jetzt ein Börler oder halt so ein Dingsbumshalter, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Dingsbums da, weil ich so viele Namen davon kenne, dass ich eigentlich gar nicht mal wissen möchte, wie ich das nennen soll, Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Für mich war es immer Lötpass und irgendwann war das dann Eurobörl. Ich glaube, jetzt heißt es einfach Lötadapter. Obwohl Lötadapter ist für mich eigentlich ganz was anderes als wie das hier. Aber okay, ich suche mir die Namen nicht aus, Leute, ich erfinde die Namen auch nicht, sondern das sind Namen, die einfach so durch die Branche durchwandern. Das sind natürlich lösbare Verbindungen. Das sind lösbare Verbindungen und die sollten natürlich im Einsatz kommen bei Bauteilen, die man auch natürlich regelmäßig tauschen sollte. Wie zum Beispiel, nehmen wir mal ein blödes Beispiel, ein Filtertrockner, ein Druckschalter, sowas in Richtung. Ein Druckschalter kann kaputt gehen, sollte getauscht werden, ist natürlich immer absolut blöd, wenn er eingelötet ist. Ja. Ich rede jetzt hier nicht von, was sagt uns der Gesetzgeber, ich rede auch nicht, was sagt uns die Erfahrung oder sonst was in Richtung, sondern ich sage einfach mal, oh ja, die Erfahrung. Die Erfahrung, welche Bauteile tausche ich regelmäßig aus oder welche Bauteile tausche ich gern mal aus und wo hätte ich gerne eine lösbare Verbindung, ohne dass ich alles aus- und einlöten muss. Ja. Natürlich bei hermetisch dichten Anlagen geht das natürlich nicht. Das müssen wir mal dazu sagen. Ja. Beim vorigen Video habe ich ja dieses Kühlschrankvideo gemacht, wo wir halt von einer hermetisch dichten Anlage reden und dass wir die eigentlich im Idealfall nachher auch wieder hermetisch dicht lassen, nachdem wir mit unserer Reparatur fertig sind. Es geht hier einfach um Anlagen, die schon von Natur aus eigentlich, wo man sagen, okay, die ist eh nicht hermetisch dicht, weil sie irgendwelche Rotolock-Ventile drauf hat, weil sie irgendwie das und dies und das und das und wo und whatever einfach alles drauf hat. Ja. Gerade bei Filtertrockner, also ich hasse es nicht mehr, als wenn ein Filtertrockner eingelötet ist. Ja. Ich tausche sehr gerne den Filtertrockner, jetzt nicht, weil es eine schöne Arbeit ist oder weil ich es gerne mache oder weil es leicht verdientes Geld ist, weil ich halt der Meinung bin, dass wenn ich natürlich Schäden auf Anlagen habe, ein Filtertrockner tauschen tut keinem weh, tut dem Kunden nicht weh, tut mir nicht weh. Und der Anlage tut es aber tatsächlich gut. Klar, sehr, sehr viele Leute oder die meisten Filtertrockner, die ich überhaupt kenne, sind schon von Natur aus überdimensioniert ausgelegt. Ja, aber man nimmt den nächstbesten in den meisten Fällen, ja, sind eigentlich schon weitaus überdimensioniert. Wenn man sich wirklich mal die Liter anschaut oder das, was er eigentlich sammeln kann bei der Größe der Anlage und das einmal runterrechnet auf die Filtertrocknergröße, kommt man meistens auf so einen kleinen, den man eigentlich gar nicht braucht. So einen großen, den man da gar nicht braucht und braucht eigentlich nur einen kleinen, also ja, klein, groß. Auf die Technik kommt es an, Leute. Was ist denn jetzt da? Meine Fresse. Jetzt war aber gerade Thema Klimainstallation. Wir haben wirklich, ich habe so viele Anfragen und so viele Diskussionen bezüglich Klima installieren. Die einen löten es an, die anderen börlen es, die anderen nehmen das. Ja, so, was ist jetzt tatsächlich die beste Lösung? Puh. Also, keine. Am besten WLAN-Leitungen.
dann haben wir die Diskussion einfach nicht. Nehmen wir WLAN, Gas und das, die Geschichte ist erledigt. Ich sage mal ganz ehrlich, eine Lötverbindung, das ist, ich bleibe auch bei dieser Meinung, eine Lötverbindung, wenn sie sauber und richtig gemacht worden ist, ist eine unlösbare Verbindung und die Chance, dass eine Leckage ist, ist sehr, sehr, sehr minimal. Gerade heutzutage bei Brennbaren-Kältemitteln bin ich eigentlich auch ein Freund davon, Geräte anzulöten. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, auch eine Bördelverbindung, so wie hier, oder eine Euro-Bördelverbindung, das sind natürlich trotzdem, wenn alles richtig und sauber gemacht hat, kann ich aus der Erfahrung sprechen, da kommt kein Leck. Also wenn ich das jetzt nicht anknalle, jenseits von Gut und Böse, ja, wenn ich das sauber mache und wenn ich auch immer wieder mal regelmäßig gerade bei größeren Anlagen eine Kontrolle mache, also ich habe, schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie viel Leck habe ich jetzt drauf und was ist aber auch wirklich die Ursache von dem Leck? Ist die Ursache von dem Leck schon von Natur aus, weil das Börl kacke gemacht worden ist, oder ist das Leck einfach nur deswegen, weil es wirklich durch Vibration gelockert hat? Kann mir nicht vorstellen bei der Klimaanlage, ja, vorstellen kann ich es mir schon, ja, dass sich diese Schraubverbindung lockert. Und vor allem, jetzt löten wir bei den Innengeräten an und bei den Außengeräten börlern wir es. Die Diskussion hatte ich, glaube ich, schon auf YouTube, ich glaube, die Diskussion hatte ich schon auf TikTok, die Diskussion hatte ich schon auf Instagram. Ich glaube, die Diskussion ist so eine klassische Diskussion, sage ich. Drinnen, weil wir jetzt im Raum drin sind, ja, da löten wir alles an und draußen börlern wir es, weil wir eben frei draußen sind. Ja, Grundding, die Idee ist nicht schlecht, ja, draußen ist der Ballungsraum nicht so groß wie drinnen, gerade in den brennbaren Kältemitteln, stimmt schon, ja, aber ich bin halt der Meinung, wenn man es richtig macht, dann wird das auch nicht undicht. Ich meine, ich mache es jetzt 27 Jahren und ich auch in meinem Channel sind Leute drinnen, die ich glaube schon viele, viele Jahre machen. Und da gab es eigentlich früher, zu unserer Zeit, zu meiner Lehrzeit, wurde eigentlich alles gebördelt durch die Bank. Und wir hatten, ja, jetzt könnten natürlich die Jungen sagen, ja, wegen euch Idioten, weil ihr alles gebördelt habt und die undicht gemacht habt, deswegen haben wir diese ganze F-Gase-Geschichte, bla bla hin und her. Naja, unter Umständen habt ihr vielleicht nicht ganz so unrecht. Leute, wir wollen jetzt hier nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern hier geht es darum, also wir hatten viele Anlagen, die gebördelt, die waren dicht und sind bis heute noch dicht zum Beispiel. Ein gut gemachtes Bördel ist genauso dicht wie eine gut gemachte Lötstelle. Jetzt gehen wir aber mal darüber ein, warum hat man jetzt auch diese Dingsbums-Börlung da rausgebracht. Welchen Grund hat das? Wieso? Weshalb? Weswegen? Und warum sind die für jeden Kack zugelassen? Und das ist nicht für jeden Kack zugelassen. Auf das Thema gehen wir jetzt mal ein und dann bewege ich mich jetzt hier runter. Auch meine wunderschöne Milwaukee-Matte und meinen wunderschönen Tisch, den ich habe. Fangen wir mit dem klassischen Börl an. Ja, ich möchte dazu sagen, dieses Börl hat die Daniela gemacht. Also jeder, der jetzt sagt, das Börl ist nicht schön gemacht worden, oder sonst in Richtung, macht euch das mit Dani aus. Größten Irrglaube, was viele Leute haben, und das ist wirklich ein riesengroßer Irrglaube, ist, dass wir hier irgendwo am Gewinde irgendwas dicht machen. Nee, machen wir nicht. Ja, unsere Dichtfläche tatsächlich ist der Konus, den wir gebörlt haben. Ja, ich zeige euch jetzt nicht, wie man börlt. Ja. Dieser Konus ist tatsächlich unsere Dichtfläche, unsere Dichtung, die Dani kriegt gerade nicht scharf, das sehe ich am Gesichtsausdruck. Das ist es. Unsere Mutter, die wir haben, die hat hier hinten einen Gegenkonus. Dieser Gegenkonus, da liegt unser Börl drinnen. Diesen Gegenkonus haben wir deswegen, damit wir dieses Börl, dieses hier, da ranpressen können. Indem wir diese Schraube drehen, bis zum Anschlag, dann dem Hersteller, was er halt schreibt, ein Newtonmeter anzieht. Ich sage das jetzt mal so, ja, ich weiß, jeder klassische Rollgabelschlüssel zieht das an, ja, aber wir sind ja hier fachgemäß, ja, wir sind ja hier nicht bei Do-It-Yourself. Nehmen wir einen Drehmomentschlüssel, ziehen das natürlich an, nach dem Newtonmeter, was der Hersteller sagt. Und dann ist das Ding dicht. So, was ist jetzt absolut wichtig? Schwingungsfrei. Das heißt, ich muss natürlich schauen, dass ich hier keine Schwingung habe. Warum muss ich schauen, dass ich hier keine Schwingung habe? Aus dem ganz einfachen Grund. Weil natürlich durch das Aufbördeln diese Kante hier natürlich geschwächt ist. Und das ist auch die Kante, wo dann die meisten Bördeln anfangen zum Reißen und warum sie undicht werden. Dasselbe passiert übrigens auch, Leute, wenn ihr vorher 354 Knödel gegessen habt. Ja, weiß ich nicht, mit Anabolika vollgepumpt seid, eine Kraft habt, jenseits von Gut und Böse, oder euer zweiter Vorname Hulk ist, ja, und das hier nicht nach Drehmoment anzieht, sondern mit Brachialgewalt. Mit Brachialgewalt schafft ihr es nämlich, dass ihr zwar wunderschön dieses Börl, ich mache das offen zu, ja, dieses Börl
da drauf presst, aber ihr beschädigt natürlich mit dem Konus da hinten, durch das feste Drücken, noch mehr die Wand. Und dort reißt natürlich. Das heißt, zu fest, ja, altes Sprichwort, nach fest kommt ab, ja, ist hier wirklich tatsächlich, und glaubt es mir, mir passiert das regelmäßig. Ja, dass auch mir jetzt tatsächlich, wenn ich keinen Drehmomentschlüssel anhabe und zufälligerweise nur zwei große Rollgabelschlüssel haben, wo du natürlich eine ganz andere Kraftverteilung hast, ja, passiert mir regelmäßig, dass ich auch mal so ein Bödel abdrehe. Ja, deswegen bitte nimmt doch den passenden Gabelschlüssel dazu, ja, oder nimmt halt wirklich einen Drehmomentschlüssel dazu, damit ihr auch nicht diese Kraft so anwendet, dass ihr das aufreißt. Ja. Mir passiert das auch ab und dann nochmal regelmäßig, dass ich sowas abreiße. Somit kleiner Tipp von mir. Jetzt kommen natürlich immer die Geschichten, was haltest du von Öl draufgeben, was haltest du von den ganzen Dichtpasten, was haltest du von Leaklock, Lecklock, Blue-Lock, Nylon-Blue und bla bla hin und her. Ich sage, die Dinge haben ihre Daseinsberechtigung, aber wir haben das jahrzehntelang geschafft auch ohne. Das Einzige, was wir verwendet haben, ist Leaklock zum Beispiel. Aber was die Leute immer geglaubt haben oder was die meisten Leute glauben, dass das eine Dichtpasta ist, was wir aufs Gewinde draufgeben. Nein, ist es nicht. Das ist dafür da, dass hier über das Gewinde kein Wasser reinkommt. Dafür ist das da. Ja? Weil Dichtfläche, nochmal Leute, ist hier unser Bördel. Alles, was wir aufs Gewinde draufgeben, alles, was wir drauf machen, ist nur dafür da, dass zum Beispiel, wie gesagt, kein Wasser da reinrinnt und zum Beispiel bei kalten Rohrleitungen oder wo es kalt warm wird, dass uns die Mutter reißt. Das ist der einzige Beweggrund dafür. Diese ganzen Pasten sind mehr dafür da. Es gibt welche, die man auch auf die Dichtfläche selber natürlich drauf gibt, die dafür Sorge tragen, dass das dicht hält. Aber das Gewinde dicht zu machen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Es macht nur einen Sinn, es zu schützen, dass kein Wasser reinkommt. Dann ja, aber für gasdicht macht es meiner Meinung nach keinen Sinn. Aber ich habe weder schlechte Erfahrungen mit ein bisschen Öl draufgeben, ich habe keine schlechte Erfahrung mit Leaklock oder Nylon Blue oder Nylock Blue, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, ich habe mit dem keine schlechte Erfahrung. Es ist halt für mich persönlich jetzt in dem Sinn nicht notwendig, aber ja, haben ist besser als wir brauchen, wissen wir alle miteinander. Wenn ich was draufgebe und mich mit das sicherer fühle, dann soll ich es natürlich machen. Was ist jetzt aber tatsächlich der Unterschied zwischen meinem Bödel und dem Dingsbums-Bödel? Das Dingsbum-Bödel, auf den einen Blick sieht man ja grundlegend schon, dass wir hier vorne keinen Kupferanschluss haben, sondern einen Eisenanschluss haben. Das heißt, man nennt das eigentlich verstärkter Anschluss. Das Ganze hier ist irgendwo verpresst, da hinten auch eingelötet, ja, und ich kann hier jetzt mit dem Kupferrohr drauflöten. Man sagt natürlich jetzt gerade bei der Klimamontage, muss ich auch jetzt ganz ehrlich zugeben, ja, wenn ich das Ding jetzt schon einlöten muss, dann löte ich doch gleich das Rohr auch dran. Also das muss ich ganz ehrlich zugeben, finde ich ein bisschen zwecksübertrieben, wenn ich das Lötgerät jetzt auspacke und das da drauf löte, auf meine Kupferrohrleitungen, dann kann ich ja im gleichen Abendzug das hier Schausgerät drauflöten. Sehe ich jetzt irgendwo nicht. Ja? Aber natürlich für Filtertrockner oder andere Bauteile ist das natürlich sehr gut. Warum wurde das eingeführt? Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass der hintere Punkt hier, den man hier natürlich jetzt nicht sieht, ja, die große Schwachstelle ist. Das heißt, dort, wo es aufgebürdelt ist, dieser Punkt hier, das ist die Schwachstelle. Die fällt natürlich hier weg und ist Eisen. Das bedeutet, umso mehr Vibration, ich halte natürlich wesentlich mehr an Vibration aus, als wie dieses Bödel. Wenn ich es ein bisschen zu fest anziehe, hält es aus. Nicht wie dieses Bödel. Das ist natürlich der krasse Unterschied, warum die auch auf den Markt gekommen sind. Und eine Zeit lang war es ja wirklich so kurzfristig, dass ja die Bödel-Verbindungen mehr oder weniger komplett durch die hier ersetzt worden sind. Das heißt, wir dürfen nur noch die hier setzen und keine handgemachten Bödel mehr machen. Dann kam die Aussage, also nur maschinell gefertigte Bödel dürfen verwendet werden. Dann hat man alles das eingesetzt und dann hat man diese Trommelbödel-Geräte mit einem Akkubohrmaschinenaufsatz rausgebracht und somit war das Bödel auch wieder maschinell gefertigt. Also so hat man das Gesetz dann damals übergangen. Lassen wir mal dahingestellt. Auch die können reißen, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Also auch wenn ich die anknall, natürlich jenseits von Gut und Böse können reißen. Aber der große Nachteil natürlich hier ist meine Dichtfläche jetzt. Meine Dichtfläche ist jetzt, dass ich hier Metall auf Messing habe. Ja, zum Beispiel hier bei dieser Verbindung und wir wissen alle miteinander, das wird nicht dicht. Da brauche ich einfach eine Dichtung dazwischen und dafür nehmen wir einen Kupferdichtring. Und okay, ich habe jetzt hier leider nur einen ganz alten Kupferdichtring, das heißt, der ist schon ein bisschen ausgeleiert, ja, aber
Man sieht auch bei den Kupferdichtringen schon, die verrutschen gern mal, etc. etc. Gut, der passt, der ist wirklich schon sehr ausgeleiert, das muss man schon ganz ehrlich zugeben. Ja. Der verrutscht gerne, etc. etc. Ja. Da muss man es wirklich schön fest drauf anpressen, dass er nicht verrutscht, dann gibt man das da drauf, ja, mit der Hoffnung, dass das jetzt dicht ist. Ja. Es gibt natürlich Varianten, ich erlebe auch immer einige, gerade mit diesem Nylonlock oder mit diesem blauen Zeug da, dass man hier ein kleines Fleckchen drauf gibt, hier auf die Seite, dass die in Position bleibt. Das ist übrigens der klassische praktische Fehler. Ich weiß nicht, wie viele Leute, also Leute, die wirklich sehr viel damit arbeiten, kennen das tatsächlich. Wie viele, man kommt dann zu einer Anlage hin und unter der Anlage liegen 6er Kupferdichtringe rum. Ja, weil die halt bei der Arbeit bei uns runterfliegt, man findet sie dann nicht mehr und irgendwann tauchen sie auf. Ja. Also jedes Mal, wenn ich zu Anlagen, wo ich Retrofits gemacht habe, nachträglich hinfahre, ist meine Sortimentsbox wieder aufgefüllt mit 6er Kupferdichtringe. Ja, und ich brauche mir keinen kaufen. Also ich fahre einfach von einem Retrofit zum nächsten und sammle einfach dort wieder meine ganzen runtergefallenen 6-Dichtringe ein. Für mich sind die schon sehr stabil, ja, aber ich möchte natürlich sagen, das mit dem Kupferdichtring ist für mich absolut nervig, wenn die Position natürlich schön ist oder irgendwie ich wirklich von oben so runter machen kann und das wirklich schön anpressen kann, dann ist das alles kein Ding. Aber wir wissen ja alle, wie es so ist. Teilweise ist es im Kühlboot unten oder irgendwo unten eingebaut, wo du eh schon fast nicht hinkommst. Ja? Dann hast du ein bisschen Zug auf der Rohrleitung drauf, etc. 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 Ja? Und dann verrutscht dir dieses Ding 10-mal, ja? Und du kriegst echt schon solche Aggressionen an. Dann klebst du irgendeinen Scheiß rein, ja? Und dann passieren natürlich dann auch da die Fehler. Jetzt klebst du irgendwas rein, ja, und beschädigst gegebenenfalls wirklich die Dichtung, dass du auf der Dichtfläche irgendwo einen Tropfen, ich habe das auch schon mit Sekundenkleber gesehen, alles mögliche, und dann wandert da so ein kleiner Tropfen rein und dann hast du genau dort ein verdammtes Leck drinnen. Ja. Also vielleicht bin ich oldschool, nennt mich oldschool, mir ist natürlich die Burl-Variante, also wenn ich jetzt unter den lösbaren Verbindungen, wir reden jetzt rein nur von den lösbaren Verbindungen bitte, ja, ist mir die Bördelverbindung eigentlich tatsächlich lieber als wie hier diese Verbindung, aber ich verstehe den Grund darum mit der Verstärkung, weil das halt hier doch früher oder später gerne gerissen ist. Wie verhindere ich natürlich, dass das reißt? Die Schwingungen abfedern. Das ist natürlich bei 6er-Rohren oder bei solchen Burl-Verbindungen immer ganz, ganz wichtig. Wenn ich Schwingungen habe, vor allem wenn ich es an einem Aggregat verwende, wenn ich jetzt irgendwo bin, wo ich Pressostate, Druckschalter, Filtertrockner etc. etc. Wenn ich das natürlich auf dem Aggregat drauf habe, wo massive Schwingungen da sind, dann muss ich die Vorsorge tragen, dass ich diese Schwingungen entkoppel, dass ich jetzt schaue, dass diese 6er Rohrleitungen nicht belastet wird. Und dafür helfen natürlich dann Schwingungsschleifen auch bei denen hier. Also bitte auch bei denen hier. Nur weil sie verstärkt sind, heißt noch lange nicht, dass ich noch eine Schwingungsschleife draufsetzen muss oder sowas in Richtung. Je nachdem, wie die Schwingungen sind und je nachdem natürlich, wie das Ding hier auch steht. Ja, das müsst ihr euch bitte individuell immer anschauen. Ich möchte auch keine Faustformel geben oder sonst was in der Richtung, ja, weil es ist immer unterschiedlich, welche Schwingungen habt ihr, wo sind die Sachen. Vielleicht seid ihr zwar am Aggregat, aber ihr seid auf der Mauer montiert und das Aggregat schwingt zwar, aber die Rohrleitung nicht. Wie auch immer, ja, das bleibt voll und ganz bitte euch überlassen, wie ihr das handhabt. Ja. Also das jetzt zum Thema Bördeln, Euro-Bördeln, wie, was, wann, wo, Vorteile, Nachteile. Ich finde, die Variante geht natürlich am allerschnellsten, wenn ich jetzt gerade bei Klimaanlagen bin oder gerade irgendwelche Installationsarbeiten mache. Wichtig ist es, ganz, ganz, ganz wichtig ist, nehmt ein sauberes Werkzeug, nehmt ein richtiges Werkzeug, nehmt nicht unbedingt gerade das allerbilligste Burl-Gerät, sondern greift ein bisschen mehr in die Tasche rein, kauft euch ein vernünftiges Doppel-Burl-Gerät. Schaut bei allen Varianten, dass die Rohrleitung sauber ist, bevor sie Burl, dass sie gerade sauber ist, etc., etc. Ja. Weil ansonsten bekommt ihr kein vernünftiges Burl zusammen. Es gibt für die Leute, die keine Erfahrung haben, gibt es sogenannte Burl-Lehren. Das heißt, das ist dann eine Schablone quasi, wo ich nachher mein Burl mal draufstecke, wo ich dann sehe, ist die Größe wirklich tatsächlich in Ordnung oder nicht. Ja. Ansonsten ist mein Punkt hier drinnen, liegt sie schön drinnen, hat sie keine Kanten. Ja. Habe ich auch schon öfters gehabt, dass es zwar von vorne schön ausschaut, aber hinten nicht schön gebördelt ist und dann ist da hinten, es fühlt sich nicht richtig an. Ja? Und dann reißt euch genau da hinten beim Anziehen ebenfalls das Bördel. Ja? Und dasselbe gilt natürlich hier, dass das natürlich hier vernünftig drauf sitzt, ja? Nicht absolut drüber qualt oder so, dass ihr die Mutter so drüber drehen müsst, ja? Dass ihr über das Bördel drüber gebt, ja? Weil ihr es 10 Kilometer zu groß gemacht habt. Also kauft euch diesbezüglich bitte oder verwendet dafür bitte vernünftiges Werkzeug und beim Anziehen
Es ist keine Schande, einen Drehmomentschlüssel zu nehmen. Tatsächlich, es ist keine Schande, einen Drehmomentschlüssel zu nehmen, weil man hat oft das nicht im Gefühl und ich habe mal einen guten Tag, ich habe mal einen schlechten Tag, ja, und somit verwendet es mich ganz einfach. Und dann habt ihr eigentlich ganz, 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 ganz wenige Probleme. Egal ob geschraubt, lockgeringt, gepresst oder gelötet. Ja. Das Allerwichtigste ist das saubere Arbeiten daran und dann habt ihr eigentlich keine Probleme. Und in diesem Sinne, schreibt mir in die Kommentare rein, bitte, wie macht ihr das? Wie macht ihr eure Klimaanlagen? Bördelt ihr eure Geräte? Macht ihr wirklich diese Euro-Bördeln? Lötet sie alle ein? Könnt ihr mir gerne reinschreiben und ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Ciao, ciao. Im Black Unicorn Tool Store seid ihr bis, findet ihr Hightech-Werkzeug ganz nach eurem Biss. Vom Feinsten für die Kältetechnik hier, alles was man braucht, bieten wir dir. Und komm vorbei, ja komm vorbei. Mit Präzision und Technik, modern und bereit für Projekte, die warten.